So, Freunde, auf ein neues. Ich habe mir jetzt mal kurzerhand aus dem Internet das richtige Passwort dafür rausgesucht und bin auch mal durch das gesamte Level bis hier zum Endboss hingeschlittert. Und ich bin bald verzweifelt bei diesen bekackten mechanischen Vögeln. Mechanischen Vögeln. Dafür habe ich aber jetzt mitgekriegt, dass ich einfach nur hätte auf die Zentauren mit dem Schwert einschlagen müssen, um sie zu treffen. Irgendwie klappt das aber nicht immer offenbar. So, und wir nehmen uns jetzt mal hier den Oberzentauren Megaboss vor. Klappt super schon mal. Also mit einfach schlagen ist nichts hier. So, jetzt lass mich mal hier. So. Das klappt nicht. Es klappt nicht so, wie ich das will. Ach doch, alles klar. Wir müssen erstmal ein Stück weggehen also. Ja, und jetzt reiten wir den Kollegen und wir sehen schon, unten geht das Leben weg. Wunderbar. Und so können wir den jetzt in die Knie zwingen. Das wird trotzdem ein hartes Stück Arbeit, glaube ich. Aua, du Hund. Nein, 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 nein. Ach so, jetzt hat er wieder unsere Spur verloren. Wunderbar. Da muss ich halt immer so blöd umgucken erstmal, damit wir hier auf ihm reiten können. Ach, wenn das nicht immer laden würde mittendrin. Sieht aber auch lustig aus. Jeha! So, und weg da. So. Hat das geklappt? Offenbar nicht. Shit. Und um unser Leben ist es auch nicht mehr so gut bestellt. So, und wieder drauf. Jawoll! Na, vielleicht kriegen wir es hin. Wir dürfen uns bloß nicht jetzt treffen lassen. Einmal muss ich noch reiten. Komm schon! Jetzt zieh das mal nicht so in die Länge hier mit deinem blöden Gelade. So, drüber. Und da guckt er schon wieder sich um. So, und zacki drauf. Und da haben wir's. Jawoll, ja! Da haben wir ihn zu Tode geritten. So muss das sein. So, und jetzt ist er fertig. Und wir können uns jetzt hier schön postieren. Wartet, wartet. Es ist Legen. Wartet. Oh, der. Pam, Bruch. Pam, pam, pam. Und bang. Geschafft. Und wir haben unsere Oberschnecke, die hier drüben sitzt, befreit. Ich weiß leider nicht mehr, was das für eine ist, denn es ist schon ewig her, dass ich den Film gesehen habe. Aber irgendwie hat wohl Herkules mit der angebandelt in diesem Film. So, und für uns geht's jetzt weiter aus dem guten Wald raus. Nachdem wir unsere Auswertung erlebt haben, mal gucken, wie ich so drauf war. Ach nee, das klicken wir wieder weg, stimmt ja. Denn das dauert ja so ewig. Höchstens mal hier schnell durchlaufen lassen. Schnell ist relativ natürlich. Immerhin 93% aller, 94% aller Münzen. Ausgezeichnet. Ja, Heldenstufe Held, wunderbar. Und wir haben sogar das Passwort für das nächste Level. Ich notiere es mir jetzt nicht, falls wir es brauchen sollten, kann ich es mir immer noch aus dem Internet holen. Und ich habe mir jetzt eigentlich überlegt, da ich ja... Vielen Dank für alles. Gleich. Theben, genau, da geht's hin. Was ich sagen wollte, da die Möglichkeit, euch zu zeigen, was für ein Oberstecher ich hier in diesem Spiel bin, ja schon vorbei ist, kann ich auch einfach hier ab Theben erleben und sterben mit Safe States arbeiten. Es ist ja sowieso Wurst, weil ich sowieso schon großartig gefehlt habe und ihr werdet ja sehen, wie oft ich noch fehlen werde und bevor ich dann jedes Mal erst dahin reisen muss oder irgendwie mit den Passwörtern was machen muss, denke ich mir, ist es besser, wenn wir einfach Safe States benutzen. Mal gucken, denn das wird vor allem, ich weiß, da gibt es dann so ein Level, da werde ich das vor allem benutzen müssen. So, jetzt aber erstmal in der Stadt der Irren, in Theben, befinden wir uns jetzt. Und warum ich sie als die Stadt der Irren bezeichne, werdet ihr gleich sehen. Also ich meine, hier läuft schon mal eine Ziege einfach so über den Weg. Aber das ist ja noch gar nichts. Huah, da geht's schon los. Da werden die Katzen vom Blitz getroffen. Oh, verdammt, hier bin ich ja nach unten gerutscht. Es ist Herkules. Ja, machen wir mal weiter.
Ah, diese Laderuckler immer, das ist... Aua, ja, ich sag ja, die Stadt der Irren hier rennen dann auch mal... Kann ich den eigentlich... Nein, ich kann den nicht platt machen, dieser Arsch. Der kann bloß mich angreifen und ich ihn nicht. So viel zum Thema Stadt der Verrückten. So, dann schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich guck einfach mal. Ja, Theben ist ja bekannt, dass das Luxor ist. Theben gleich Luxor. Luxor in Ägypten, ne? Vielleicht bekannt unter Umständen. Im Tal der Könige. Ich war schon mal dort. Das ist wunderschön dort. Also, du doofe Miezekatze. Also, ich mag Katzen ja. Ich habe ja selber einen Kater, aber die sind dann doch ein bisschen nervig hier. Genauso wie die Laderuckler. Ich war schon mal in Luxor gewesen, bei einem Ägyptenurlaub, und es ist wirklich wunderschön dort, finde ich. Ist halt eine alte Tempelruine. Gefällt mir viel besser als die Pyramiden von Gizeh, weil dort ist wirklich eigentlich nichts zu sehen in Gizeh. Man sieht nichts außer den Pyramiden von außen, die sind halt auch schon, da ist der Putz ab, schon seit Jahrtausenden wahrscheinlich. Also es liegen einfach nur die Steine pyramidenförmig dort aufeinander geschichtet rum. Und innen sind die wohl auch hohl, weil die Grabräuber die schon vor Jahrhunderten ausgeräumt haben. Aua, schon wieder diese Mieze. Und Theben hingegen ist halt eine schöne alte Tempelanlage, wo auch nochmal ein paar alte... Haha, ausgetrickst. Wo ein paar alte Skulpturen noch rumstehen. Da steht zum Beispiel ein riesiger in Stein gemeißelter Skarabäus rum. Und auch so da ein Obelisk mal hier und da. Also es ist wirklich schön dort, das kann ich nur empfehlen. Das Einzige, was an Gizeh wirklich cool war, das war der Ausblick. Man fährt durch, also Gizeh ist ja wirklich nur ein Katzensprung von... Aua, Mensch. Der Superheld lässt sich von Straßenräubern tot machen. Wollt ihr mich rollen? Was ist denn hier los? Wie jetzt? Ich kann doch nicht mehr als einfach nur tausendmal draufschlagen. Was ich sagen wollte, Gizeh ist ja nun wirklich nur ein Katzensprung von Kairo entfernt. Aua, so viel, also wo wir gerade bei Katzensprung waren. Und deswegen, man fährt durch Ägypten, durch Ägypten. Mensch, diese Stadt macht mich wahnsinnig hier. Also in Theben zu quatschen und zu laufen gleichzeitig ist nicht so einfach. Man fährt durch Kairo durch, wenn man nach Gizeh will. Und man fährt über einen Highway drüber, hat noch links und rechts unten Kairo, die Straßen von Kairo von sich und... Genau geradeaus, auf, genau in der Fahrtrichtung des Highways liegen schon die drei Pyramiden da. Und das sieht wirklich spitze aus. Kann ich nur sagen, das ist wirklich schön. Aua, ach, die werfen. Das ist ja unfair. So. Ach, die werden nicht getroffen von dem, ist klar. So, komm her, du Arsch. Na, das lief doch schon weitaus geschmeidiger als beim ersten Mal, würde ich sagen. Ach, das war wieder der. Ich dachte, es ist ein Räuber. Wer hat denn jetzt... Ja, toll. Es ist offenbar egal, ob rot oder grün. Die gehen einfach. Ja, dann machen wir das Aua auch mal. So. Ach, jetzt wartet er. Na, super. So, rüber. 1A. Also im Thebener Straßenverkehr ist es nicht ganz einfach. Oh, ich erinnere mich noch, was die Tussi zu bedeuten hat. Wenn sie das zu bedeuten hat. Ja, genau. Uah. Huh. Ja, aber. Ja, aber, aua. So, darf ich jetzt? Dankeschön. Bing, bing. Puh. Und hinten sehen wir eigentlich schon meine liebsten Leute hier in dem Spiel. Die finde ich wirklich super. Die Entblößer. Pass auf. Gut, er hat was drunter, aber ich finde es trotzdem herrlich, wie er seinen Mantel öffnet. So, rauf hier. Und weiter geht's. Ich frage mich echt, welches kranke Hirn sich dieses Spiel ausgedacht hat teilweise. Das ist doch schon nicht mehr normal eigentlich. So, wieder runter. Die Herkulade nehmen wir auch noch mit. Hey, Hermie.
So, auf nach oben. Ich habe keine Ahnung, wie weit wir sind. Wir haben noch gar keinen Buchstaben gefunden, fällt mir gerade so ein. Oha. Ein Minotaurus. So, nach oben gehen geht nicht. Habe ich gerade schon probiert. Aha. Dann also so. Aua, du Hund. So, drauf damit auf dich. Pam. Oh Gott, das kann ja ewig dauern. So, wieder her damit. Ja, 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 ist ja gut, mein Kleiner. Und der nächste Stein. Au! Oh Gott, ich muss aufpassen, dass der mich hier nicht platt macht. Hallo? Ja, warum hast du denn nicht gleich geworfen? Ah gut, reicht noch. Ach ja, ist nicht ganz einfach, wa? So, verstecken wir uns mal hier dahinter. Wunderbar. So, und zacki. Komm. Ja, jetzt nicht mal ein bisschen mehr beeilen können. Shit, jetzt bin ich fast tot. Ich glaube nicht, dass ich den schaffe. Ich speichere hier mal. So. Okay, safe stated. Und zack. Wunderbar. So, der nächste Stein. Ich frage mich auch immer, wo die herkommen. Irgendjemand legt die uns dann immer bereit, so, und ja, die Kraft, den Stein wegzuwerfen, hat er noch, aber wir haben ja ein Safe State gesetzt. Shit. Falsche Taste. Ja, dann müssen wir gleich nochmal Safe State hier benutzen. Weil ich zu blöd bin, die richtige Taste zu benutzen. Hallo? Ich verstehe es gerade nicht. Ach Mensch, komm schon. Ich weiß nicht, was der hier hat manchmal. Also irgendwie will er nicht immer so richtig die Steuerung so akzeptieren, wie sie sein soll. So, neuer Safe State. Ich Safe State mich jetzt hier einfach mal durch. Sonst ist es ja auch langweilig, wenn ich den hier fünfmal bekämpfen muss, oder? Ja, schön. Zack, drauf aufs Maul. Pam! Arschloch. Zwei noch, denke ich mal. Her damit. So. Ja, wirf. Ah, wir können ja einfach dahinter warten. Alles klar. So, hier, friss das! Safe State. Und ein letztes Mal. So, fix hier hinter das Steinchen, hinter den Vorsprung. Genau, da kann uns nicht treffen. Und jetzt, stirb! Bam! Oh Gott. Jawohl, erlegt, erlegt, erlegt. Wir haben ihn erlegt. Und weiter geht's. Das war also nur ein kleiner Zwischengegner. So, und zum Glück gibt's hier auch gleich ein bisschen was zum Heilen. So. Ab nach oben. Hey, 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 hey. Hier ist noch nicht mal was. Und dafür mussten wir jetzt extra diese Ladesequenz über uns ergehen lassen. Huh, was bist du denn für einer? Okay, jetzt warten schon Skelette auf uns. Also, in der Stadt liegt es wirklich irgendwie im Argen hier. Komm schon. Na, wirst du wohl. Wunderbar. Das klappert auch sehr lustig bei denen. Die Knochen. So, haben wir dich. Und du auch noch. Also, die Burschen sind mir weitaus sympathischer als die Gangster, muss ich sagen. Als die Beutelschneider. Weil man die auch zuhauf einfach besiegen kann. Und, aua, du Hund, ich wollte gerade sagen, dass ihr mir sympathisch seid, was soll das? So, und hüpf. So, aber das auch, ich weiß jetzt nicht, ob oben oder unten, ich gehe erstmal unten lang, glaube ich. Na ihr? Hohoho, ist das Herkules? Ja, gut. Hätten wir mal wieder erfolgreich rumgespastet. Ach, hier geht's jetzt auch hoch. Ich glaube, hier geht's weiter, also werde ich jetzt erstmal den anderen Weg nehmen. Es ist ein bisschen verwirrend gestaltet, also man weiß nie so richtig, wo es jetzt lang geht und wo nicht. Ich will natürlich immer erstmal da lang, wo es nicht lang geht. Und das wird hier, glaube ich, sein, denke ich mal. So, erstmal hier hoch. Komm schon. So, da können wir unser Leben ein bisschen aufpolieren.
und unsere Finanzen und wir könnten noch eine Waffe einsacken. So, krieg ich das? Ey, hallo, du bist voll durchgeflogen, Typ. Du darfst das auch dann in die Hand nehmen, wenn du durchfliegst.